Hallo Kackbratzen. We're here at last. Yes. How long I've waited for this moment. Meine sehr verehrten Kackbratzen, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Entwicklerbutze Psygnosis wohl das beste Studio seit Erfindung der Videospiele war. Erstens hatten sie das wohl beste Logo seit Menschengedenken und zweitens produzierten sie die abgefahrensten Spiele, die wir wohl je gespielt haben. Über die bekannten Spiele wie ein Wipeout müssen wir an dieser Stelle wohl nicht sprechen, aber wusstet ihr, dass dieses Studio auch das lustigste und absolut chaotischste Kriegsspiel aller Zeiten entwickelt haben? Sie nahmen die lustige Formel eines Worms, fügten eine knallbunte 3D-Welt in den Topf und würzten alles mit ultraschnellen und absolut hektischen Aufbaustrategiespielelementen und heraus kam Team Buddies, ein Spiel um Leben und Tod und seltsamen Figuren, die aussehen wie bunte Tic-Tacs mit zu großen Füßen und ein wenig wie Bomberman. Ich würde mich wohl zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich behaupte, dass die Entwickler von Among Us beim Design ihrer Charaktere hier ein klein wenig abgekupfert haben. Team Buddies ist jedenfalls das perfekte Spiel für alle, die nicht lange ein Handbuch wälzen, sondern ohne Umschweife sich sofort in ein wahnsinniges Geplänkel stürzen wollen. Das Regelwerk ist einfach, die verfügbaren Konstruktionen sind hingegen scheinbar unendlich. Aber trotzdem benötigt man nur eine ganz wichtige Sache, um hier überhaupt einen Blumentopf gewinnen zu können. Einen massiven und unerschütterlichen Willen zum Überleben. Schnelle Reflexe sind natürlich ein Bonus. Drop this lot off down the lockup and we're all done. So. Ihr dreckigen Luschen wollt nun sicherlich wissen, worum es in dem Spiel überhaupt geht. In der Welt von Team Buddies ging es nicht immer um Krieg und den Kampf auf den letzten Tropfen Blut. Die lustigen bunten Kerle lebten einst in komplett unbeschwerter Freiheit mit Friede, Freude, Eierkuchen. Eines Tages jedoch, als man wie jeden Tag die beste Rave-Party aller Zeiten feierte, schwirrte eine fliegende Untertasse über das Fest und brachte den Hass unter das Volk. So grässlich hässlich. Ich bin der Hass. Und um das Chaos perfekt zu machen, ließen sie auch zahlreiche Kisten gefüllt mit Waffen und glutenfreier Pizza und vegane Cheeseburger fallen. Gut, das mit den Cheeseburgern war vielleicht geflunkert. Jedenfalls erfanden die Buddies eine Art Rassismus gegen Andersfarbige und es entbrannte ein brutaler Krieg. Die Gelben hassten die Roten, die Orangen hassten die Pinken und die Blauen hassen einfach alle anderen Farben, die ihnen vor die Flinte laufen. Und weil Krieg mit Waffen alleine total langweilig ist, erfanden die nicht mehr ganz so freundlichen Buddies auch gleich noch eine Wagenladung Schimpfwörter. Kurz gesagt, es herrscht das absolute Chaos wie zum Winterschlussverkauf. Mal davon abgesehen, dass natürlich Krieg nicht die Lösung ist, werdet ihr mit Team Buddies einen Sack voll Spaß haben, aber auch jede Menge Stress, denn so albern die kleinen Burschen auch sein mögen, hinter den Kulissen wird enorm viel Taktik vom Spieler erwartet. Jede Mission hat ihre Eigenheiten und Schwächen und die Ziele sind manchmal etwas albern und wiederholen sich oft. Aber um ehrlich zu sein, kann man wirklich nicht viel bemängeln, außer dass man manchmal zum Start schon überhaupt 0,0 Überlebenschancen hat. Ein weiterer Nachteil ist, dass man für dieses Spiel heute beinahe schon eine Niere spenden muss, wenn man sich ein gut erhaltenes Exemplar auf eBay kaufen möchte. Das verhindert leider etwas den Zugang zu diesem absolut glorreichen Schlachtfest, aber ich habe gehört, dass es in Romhausen noch ein paar gute erhaltene Exemplare auf Lager gibt. Wie gesagt, ist Team Buddies im Kern ein Aufbaustrategiespiel. Im Gegensatz zu einem Command & Conquer wird man aber nicht erst Zeit und Ressourcen mit dem Bau von irgendwelchen Gebäuden verschwenden. In Team Buddies befindet sich in jeder Basis eine Plattform, auf der man Kisten abstellen kann. Allerdings nicht irgendwie zufällig, denn die Anordnung und Anzahl der Kisten sind ausschlaggebend für das Element, das man konstruieren möchte. Eine einzelne Kiste ergibt eine einfache Waffe, zwei Kisten übereinander ergeben einen neuen Soldaten und fügt man 8 Kisten zu einem Würfel zusammen, kann man damit sogar Panzer bauen. Gibt man der Mixtur einen blauen Würfel hinzu, werden die Basiselemente mit Superkräften ausgestattet, um aus normalen Waffen dann auch Panzerfäuste oder Granaten zu schaffen. Es scheint fast eine unendliche Anzahl an möglichen Ergebnissen zu geben. Selbst die Variation der Fahrzeuge reicht von einfachen Dingern mit Rädern, über Panzer bis hin zu fliegenden Untertassen oder auch Motorseglern. Je schwerer allerdings die Fahrzeuge sind, desto schwerer lassen sie sich auch steuern. Allerdings hat man mit diesen Dingern einen fast unschlagbaren Vorteil und es ist zum Bleistift eine wahre Freude, die Basis des Feindes mit einem Panzer zu überrollen, während dieser verzweifelt sein Magazin leerfeuert. Was die Waffen angeht, reichen diese von Pfeil und Bogen bis hin zu allen Arten von Handfeuerwaffen, Donnerbüchsen, Flammenwerfer, Laser und natürlich auch Maschinengewehre. Das Interessante an Team Buddies ist allerdings, dass die Variation an verfügbaren Waffen je Level begrenzt ist, was aber im Umkehrschluss bedeutet, dass man in all den verschiedenen Leveln nie mit denselben Waffen spielen wird, was eine enorme Abwechslung bedeutet, womit die Missionen niemals langweilig werden und immer überraschend sind. Aber nicht nur die Waffen gibt es in zahlreichen Variationen, sondern natürlich gibt es auch eine Vielzahl an unterschiedlichen Buddies.
Es gibt Krankenschwester-Buddies, schwarze und ziemlich finstere Killer-Buddies oder auch welche, die mit ihren Robotergesichtern wie knuffige Cyborgs daherkommen. Aber so niedlich sie auch sind, so tödlich sind sie auch. Gleich zu Beginn wird man ins kalte Wasser geworfen und man wird mit einem sehr schönen, unstrukturierten Durcheinander konfrontiert sein. Man wird zunächst allerhand zu tun haben, um dieses Chaos nicht nur auf die Kette zu kriegen, sondern auch etwas Ordnung in diesen Wahnsinn zu bringen, indem man sich auf die zugrunde liegenden Ziele einer jeden Mission konzentriert. Das Spiel schreibt aber keine festen Pfade vor und so liegt es einem jeden Spieler selbst in der Hand, wie er eine Mission bewältigen möchte und wie er seine Gegner eliminiert, während man auch seine Basis nicht vergessen darf. Und natürlich möchte man auch die Bauplattform seines Feindes so schnell wie möglich zerstören, damit dieser erst gar nicht in der Lage ist, Einheiten zu bauen. Die KI ist leider nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen und wird euch ordentlich einheizen. Ich hatte manchmal auch das Gefühl, dass der Computer schummelt, weshalb man aus Notwehr dann selbst im Internet nach möglichen Schummelcodes sucht und natürlich wird man auf seiner Suche nicht enttäuscht. Ich cheate ja nur ungern, aber wenn man wie gesagt manchmal schon nach 5 Sekunden vom Gegner komplett überrannt wird, dann bedeutet das einen Sack voll Frust und man wird beinahe dazu gezwungen, die KI mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Natürlich ist das Töten eurer Feinde nicht der erste Punkt auf eurer Liste, denn man wird keine Schlacht gewinnen können, wenn man nicht auch die Ressourcenversorgung kontrolliert. Wie erwähnt, benötigt man für den Bau der Einheiten diverse und zahlreiche Kisten und die wollen auch erstmal eingesammelt werden. Manchmal werden sogar Megakisten abgeworfen, die man nicht erst zur Basis bringen muss, sondern sofort platzen und euch sehr wertvolle und komplett mächtige Waffen oder Fahrzeuge spendieren. Mal von der teilweise schummelnden KI abgesehen, bleibt das Spiel aber jederzeit spannend, denn die Teamvorteile ändern sich im Sekundentakt. Es ist praktisch unmöglich, ein erstklassiges Gebiet ganz für sich alleine zu kontrollieren und gerade wenn man denkt, ein Ass im Ärmel zu haben, wird man einen Augenblick später vielleicht vom Feind überrollt. Eine große Rolle spielt auch das Leveldesign mit seinen Höhenlagen oder Wasser. Letzteres verlangsamt eure Soldaten erheblich. Wer das Gelände gut kennt, kann es vielleicht zu seinem Vorteil nutzen oder man kommt auf die großartige Idee, mit einem Kamikaze-Angriff sich ein paar Sekunden Vorsprung zu verschaffen. Wenn einem die KI auf den Sack geht und man unter Umständen echte Freunde hat, kann Team Buddies auch im Mehrspielermodus eine Chance geben. Freischaltbare Modi und Karten versprechen einen actiongeladenen Partyabend für die ganze Familie, denn dank den vielen verfickten Schimpfwörtern haben auch die Kleinen unter uns jede Menge Freude. Die grafische Präsentation ist jetzt nicht unbedingt etwas, mit dem das Spiel glänzen kann. Auf der anderen Seite haben wir es mit einem nun gut 24 Jahre alten PS1-Spiel zu tun, das das ganze 3D-Zeugs ziemlich gut auf den Bildschirm bringt. Mit Farben ging man auf alle Fälle nicht verschwenderisch um und auch das Charakterdesign der kleinen Burschen ist relativ niedlich gelungen. Aber auch die Hintergründe müssen sich nicht vor anderen Spielen verstecken. Es ist insgesamt eine bunte Mischung aus Zweckmäßigkeit, die einem jedenfalls nicht sofort Augenkrebs spendiert. Das gleiche gilt auch für den Sound. Am auffälligsten ist wohl das pausenlose Fluchen der kleinen Buddies, was einem vielleicht mit der Zeit ein wenig auf den Geist geht. Zum Glück gibt es aber auch allerhand Waffengeräusche, die übrigens auch das Gedudel im Hintergrund einigermaßen gut überdröhnen, womit auch hier einem nicht sofort Blut aus den Ohren läuft. Wenn der Kampf auf Hochtouren läuft, ist es soundtechnisch ein absolutes Damentennis und ein Quell für stundenlangen Spaß. Team Buddies ist ein Spiel, das sich definitiv nicht allzu ernst nimmt, auch wenn hier Rassismus ganz groß geschrieben wird. Das Ding bietet unverfälschten Spaß und Krieg in seiner fast reinsten Form und trotz all der niedlichen Fassade wird man enorm viel Taktik und Glück benötigen, um heil aus dem Schlamassel herauszukommen. Nach jeder erfolgreichen Mission bekommt man Hunger auf mehr und insgesamt ist es wohl das perfekte Partyspiel, was es dann auf der anderen Seite wieder so traurig macht, dass Team Buddies anscheinend im Sand der Zeit komplett verloren gegangen ist. Falls ihr also auf der Suche nach dem perfekten Chaos seid, dann ist Team Buddies genau das Richtige für euch. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.